seit ungefähr 2 Jahren Schnittmuster für Kuscheltiere, Babydecken, Kleidung etc. Aber in so einem Buch ist es natürlich einfach nochmal was anderes. Und das haben wir halt auch genutzt. Wir haben halt versucht, Geschichten zu erzählen. Das ist halt mit den E-Books in dem Rahmen, wie wir es verkaufen, leider nicht möglich. Und deshalb haben wir im Buch geschaut, dass wir die ganzen Kuscheltiere in kleine Welten packen und damit halt kleine Geschichten erzählen können. Freut mich natürlich besonders, dass wir das umsetzen konnten und dass das halt auch bei unseren Kunden ankommt, weil wir ganz oft auch Nachrichten kriegen von Leuten, die das gekauft haben, die dann schreiben, ja, die Kinder wollen immer, dass man das vorgelesen bekommt und blättern das Buch dann durch, obwohl es ja ein Nähbuch ist, und wollen dann die kleinen Texte vorgelesen bekommen haben. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache und da freue ich mich riesig, dass wir das halt so umsetzen konnten. Das kann man so gar nicht genau sagen. Ich hatte schon immer ein Faible für Kuscheltiere, habe früher Teddybären gesammelt und habe auch schon als Teenager Teddybären genäht. Und ich mag einfach, wie bestimmte Kuscheltiere aussehen, sodass man sie direkt knuddeln mag. Und so entstehen halt auch in meinem Kopf immer wieder Figuren und Gestalten, die bestimmte Charaktere haben und ja, die ich dann halt durch Schnittmuster und Nähen zum Leben erwecken kann. Mein liebster Kuschelfreund, das ist eigentlich der Roboter Uni. Den mag ich eigentlich am liebsten, weil er halt so eine einfache Form hat. Also da ist jetzt nicht so viel Schnickschnack